Ja, herzlich willkommen zu meinem neuesten Unboxing-Video und heute präsentiere ich euch die Klapperschlange oder auch Escape from New York von John Carpenter im Birnenblatt Mediabook Cover Roh und B, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Cover B ist das, glaube ich. Auf jeden Fall, ich sage jetzt mal das blaue Cover. Es gab noch zwei weitere Varianten. Einmal Cover, ich weiß es einfach nicht mehr. A, also das eine Cover war, das sah so aus wie Blade Runner Art, bin gezeichnet. Und dann gab es halt noch das originale Kinoplakat. Das wollte ich eigentlich haben, weil ich habe ja auch Flucht aus L.A. im Mediabook, damit es halt irgendwie passt vom Art her. Aber da war einfach zu viel Text drauf, auch bei diesem ganzen Mediabook. Natürlich war es das Original, aber dieser ganze Text hat genervt. Und dann haben wir gedacht, komm, das ist gezeichnet, der sieht ja auch ganz cool aus. Ja, nochmals Danke geht ran an Preetz Media, habe ich ganz vergessen bei meinen Nightmare Media Books, ne? Da hat es alles super gut verpackt, mit zusammen hier die Klapperschlange. Nochmals vielen, vielen Dank. Link ist in der Beschreibung, immer wo ich die Sachen kaufe. Also, wenn ich einen Link habe, natürlich. Und ja, jetzt kommen wir zu die Klapperschlange. Ja, jetzt kann ich mir den auch endlich mal anschauen. Jetzt werden viele denken, du hast ihn noch nicht gesehen. Nein, noch nie gesehen. Und was ich witzig finde, ist hier, dass die so eine Banderole dran gemacht haben bei dem Media Book. Ich weiß nicht warum, so klebenderweise, ich verstehe nicht warum, und dann halt nochmal mit dem Originaltitel, vielleicht für die ausländischen Fans, wir kleben alles so, und dann haben wir halt die Banderole. Ich gehe mal gleich mal hier in meine Schublade, wo ich alle Sachen drin habe. So, dann haben wir das hier, die Klapperschlange, John Carpenter ist die Klapperschlange. Ich finde, das Cover sieht schon richtig cool aus, das gezeichnet. Natürlich hätte mir das Original besser gefallen, aber da war zu viel Text. Hinten sieht es dann so aus. Was ist denn das jetzt für ein Cover? Das steht nicht drauf. Das finde ich ein bisschen immer schade bei Birnenblatt. Wobei, das haben sie doch immer draufstehen, gerade auf dem Extra-Flyer. Wir machen das mal hier vorsichtig auf. Ja, wie gesagt, ich habe euch schon erzählt, die Klapperschlange hatte ich noch nicht gesehen. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Ja, und aus dem einfachen Grund, es kam immer Flucht aus L.A., kam immer. Und schaut mal, Leute, seht ihr das? Da oben diese Linien, was die Stadt, glaube ich, sein soll. Da oben die Zahlen, da diese Gebäude. Sind so einen leichten Hochglanz. Sonst nichts. Also ganz fein, ganz leichter. Ist schon cool gemacht. Man muss schon sagen. Und ist matt gehalten. So sieht es dann aus. Die Klapperschlange. Und dann haben wir halt hinten das Motiv. Ne? So, dann haben wir einmal die Blu-ray. Ich finde es ja cool, oder? Ja, ich finde es ja cool, dass Birnenblatt ihre Disc auch neu bedruckt. Ne? Da haben wir das so ein Motiv dann übergängig. Und dann schauen wir uns das Booklet an. Das ist aber das Nervige wieder. Ich hasse es. Jetzt haben sie es immerhin so gemacht, damit man das überdeckt. Aber ich habe meinen Respekt an diesen Zombie-Magazin oder so. Aber ich weiß nicht, in dem Mediabook sieht es irgendwie komisch aus. Das ist immer mein Ding, warum ich eigentlich die Birnenblatt-Mediabooks nicht so gerne mag. Ist dieser Buchanteil, das ist irgendwie dann der Zombie. Und dann diese Farbe, das ist einfach nicht meins. Ihr würdet denken, ja, was bist du denn für ein kleiner Korinthenkacker? Kann man das eigentlich so sagen? Keine Ahnung. Ja, aber Leute, ich mag das einfach nicht so. Aber gut, die machen auch eine gute Retro-Perspektive und so weiter. Kann man sich gut durchlesen, immer vom Zombie-Magazin. Ganz klar. Ist so. Aber es nervt mich irgendwie immer. Die Farbe da, ich weiß nicht. Ansonsten ist es gut gemacht. Es ist ein guter Buchanteil, kann man gut lesen. Aber das ist halt so eine kleine Störung. Aber ansonsten ist es okay. Und schaut echt gut aus. Ey, ich bin echt gespannt auf den. Ich habe den echt noch nie gesehen, ne? So, das war's dann, glaube ich. Nee, also die haben schon ein großes Buchanteil. Wenn wir da jetzt die Nightmare Media Books bedenken, naja, ne? Aber, mein Gott, das ist jetzt eine Firma, die spezialisiert sich da um Repacks, muss man ganz ehrlich zu sagen. Es ist einfach nur ein Repack von der letzten Blu-ray-Scheibe, von der neuesten Blu-ray-Scheibe, die ein bisschen besser ist. Natürlich gab es, glaube ich, jetzt noch eine bessere Abtastung. Aber die soll schon sehr ganz gut sein, hier die Blu-ray-Scheibe. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist natürlich eine Firma, die sich da engagiert da um so Sachen. Und, ja, was haben wir denn hier noch? Wir haben da noch, was sind das?
Professor Dr. Marco, Stilgager, Jakob, langer, bla bla bla, Strähender, Brände, keine Ahnung. Und dann haben wir den Soundtrack noch, oder was? Ja, Klapperschlange Sound. Das finde ich ganz cool. Hier ist dann keine doppelte DVD oder so da drin. Manche werden dann sagen, ja, aber für Leute, die den Film nur auf DVD schauen können, ja, dann kauft ihr noch auf DVD, ihr Lappen. So, und da sind wir halt die Klärpunkte auch ein bisschen wieder anders. Also es gibt maschinellere Sachen, die es halt so machen und so machen. Man kann es gut machen. Aber man muss sagen, Bindeblatt steckt da schon viel rein. In diese Sachen arbeiten sich da schon durch. Aber ich bin halt nicht so extrem der Fan von Sachen. Also der Film ist okay, weil Flucht aus L.A. gab es im Mediabook von 84 und jetzt habe ich die Klapperschlange auch und jetzt ist es für mich gegessen, das Thema. Ich habe keinen Bock mehr und so reicht mir das jetzt in meiner Sammlung und vielleicht haue ich ja das auch raus. Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, die Klapperschlange könnte mir gefallen. Gute Action und Kurt Russell, Namensvetter, muss man unterstützen. Nur gut, ich hoffe, das Unboxing-Video hat euch gefallen. Euch vielleicht angeregt, das. Sorry, ein bisschen trockener Hals. Euch angeregt, vielleicht das Mediabook zu kaufen, wenn ihr noch nicht den Film habt. Habt ihr den Film schon auf Blu-ray? Seid ihr keine so Verpackungs-Fetischisten wie manch einer von uns allen? Dann behaltet die Blu-ray und seid glücklich mit diesem Film, wenn er euch gefällt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Nacht, Abend, bis zum, keine Ahnung, Nimmerleinstag. Wir sehen uns im nächsten Video oder hören uns. Macht's gut. Ciao.